Geil. Ja, das waren Les Amateurs d'Amour und auch eine Band aus Düsseldorf, und die sich zufälligerweise auch den Proberaum mit euch teilt, oder wie? Ja, nein, das ist überhaupt nie geprobt worden. Das war wirklich nur ein Schlafzimmerprojekt quasi. Ah, okay. Das ist bei einem Kollegen zu Hause, der auch viel Mucke macht, der mit als Fat Airline da unterwegs ist, auch auf dem Biennial Records Ding. Und auch gerade eben bei den Jamaika-Räubern schon gesungen hat, der halt auch irgendwie immer noch mit in dem Kreis drin gegangen hat. Und er ist halt eine ganz andere Geschichte natürlich. Ist jetzt wirklich nicht Punkrock. Nee, natürlich nicht, aber zumindest Leute, die Punkrock machen, irgendwie involviert, wenn ich das. Ja, das stimmt so, das kann man so sagen. Ist halt, sind halt Coverversionen von Nummer 1-Hits von 2009. Quasi. Also deutsche Nummer 1 jetzt, jedes Mal, wenn er kam, haben wir das Cover fertig gemacht. Irgendwie so eine, ich glaube, eine Woche hatten wir Zeit. Also wenn dann die neue Nummer 1 kam, sonst wären wir in Zeitnot geraten. War eine lustige Zeit. Ja, das von 2009 war das, ne? 2009, das war genau. Lada Hits 2009 heißt die CD auch. Ja, oder? Könnt ihr euch auch runterladen. Und wer die nochmal Revue passieren will, die Hits von 2009. Der sollte das auf jeden Fall machen. Also die zweite Hälfte 2009, die erste Hälfte haben wir noch nicht dran gedacht, dass wir das machen könnten. Fängt irgendwann im Juni an oder so. Ja, da waren jetzt nur noch drei oder vier Songs von Bands, die da irgendwie auf diesem, genau, das ist sozusagen so ein Label sind. Ein Umfeld, kann man sagen. Ja, und es ist aber jetzt, das sind alles digitale Sachen, rein digital, freier Download, oder gibt es auch physikalische Tonträger? Es gibt, also wie gesagt, von den flüssenden Sachen gibt es natürlich, haben wir vom ersten, haben wir glaube ich noch zwei, drei über, die werden aber langsam zu Ende, aber da haben wir noch viele Booklets, da werden wir nochmal welche selber nachmachen. Also die sind schon gebastelt dann. So, wir haben ursprünglich, da haben wir ganz, ganz groß aufgetrumpft, so Bilderrahmen gemacht von so mit ein bisschen goldene Schallplatte, mit goldenen Rohlingen und so, da haben wir 50 Stück von gehabt, die sind inzwischen fast weg. Aber es wird da von der ersten CD noch irgendwie ein neues Release geben mit ganz normal, einfach ein Booklet im Plastik, ein Jewel Case, ein paar. Von der zweiten haben wir, glaube ich, auch nicht mehr viele. Und die dritte, das ist jetzt ja noch gar nicht groß angesprochen worden, wird, das ist dann heute Abend quasi die Premiere, das erstmal, dass wir das ganz offiziell ankündigen. Am Samstag machen wir jetzt eine Facebook-Party raus, das ist die Riesenparty. Ja, sage ich jetzt aber nicht wo, aber unser Drummer feiert da seinen Geburtstag und auch seinen Abschied, der geht für eine Weile weg leider, wird aber dann auch wiederkommen. Und bis dahin werde ich das neue Album fertig haben. Das ist jetzt also quasi, ich habe jetzt hier schon die ungemasterten Versionen mit, den Mastering will ich morgen machen. Und das wird es dann da erst nochmal physisch zu kaufen geben oder ja, für ein paar Euro. Also wenn man physisch, nehmen wir schon noch ein paar Euro für die Mühen, klar. Also ich denke mal, bisher haben wir so, ich glaube für das große Ding haben wir 10 Euro genommen, für die kleine 4 Euro. Sind nie sehr lang die Alben auch so, aber ja. Ein bisschen was, also draufzahlen wollen wir nicht, das haben wir uns irgendwann mal ausgedacht. Und dann die Woche drauf, ich denke, also Sonntag in der Woche wird es dann auch online als kostenloses Release wahrscheinlich verfügbar sein. Genaueres kündigen wir dann nochmal an, aber das kann man jetzt schon mal als ersten schnellen Hieb sehen. Und welchen Song sollen wir hören? Was machen wir denn mal? Ach komm, mach Scheiße. Scheiße ist ein guter Song. So. Nächste Lied heißt Scheiße. Genau. Viel Spaß mit Scheiße. Have fun.